Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier den Marc Hagenbeck. Hallöchen. Und ich bin der Sashi und wir haben heute den 10. März. Und wer hat am 10. März Geburtstag? Toni Polster. Toni Polster, wer kennt ihn nicht, ne? Ja, Öschi, ne? Ja. Öschi mit Locken und, oh ja. Und Fußballer. Mhm. Bei Köln lange Zeit gespielt und da ist er eigentlich so richtig bekannt geworden in Deutschland, ja. Und eigentlich ein Sympath. Wer hat denn da auf seinem Trikot unterschrieben? Das ist er selbst, das ist eine Karte. Du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ja, Toni Polster, am 10. März geboren und 1964, 10 Jahre älter als meiner einer. 10 Jahre älter als du, ja. Ja, genau, ja. Und was war noch am 10. März? Am 10. März gab es in Rom eine kleine Sensation, am 10. März 2007. Da gingen mehrere tausend Italiener auf die Straße, um gegen die Diskriminierung homosexueller und unverheirateter Paare zu demonstrieren. Warum war das eine Revolution? Naja, weil es ja für Rom ist ja ein streng katholisches Land, ja. Ach, ist es natürlich schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Ne? Also heutzutage normal. So von wegen Vatikan und so ein Kram. Ja, also. Ach so, meint er das. Heutzutage kräht ja kein Hahn mehr danach, wen du liebst oder wen du nicht liebst. Ne? Vollkommen wurscht. Ne? Hauptsache, du kannst etwas für Liebe empfinden. Und auch du, mein junger Padawan, wirst einst... Ja. Und am 10. März hat die Kronprinzessin Beatrix, die war dann ja irgendwann mal Königin, ja. Von den Niederlanden, da haben wir ein Bildchen zu. Hat den deutschen Diplomaten Klaus von Amsberg geheiratet. Hier, da sind sie noch als Pärchen, da sind sie am Tanzen. Ja. Ne? Und die Beatrix, das ist die mit den komischen Hüten da immer gewesen, mit diesem Helm als Haare. Ne? Ist das nicht die hier Harpe auch mal verarscht hat? Nee, der Harpe hat es nicht verarscht, er war Beatrix, ne? Er hat es nicht verarscht. Harpe Kerkeling übrigens, das werden nur die Älteren kennen. So dein Kaliber. Naja, egal. Jedenfalls hat sie da geheiratet 1966 und das war auch am 10. März. Genau. Ja. Was wir alles gelernt haben, was heute am 10. März war. Pah. Mensch, das ging ja schnell. Beatrix hier und diese schnell, homosexuellen Demo. Ja. Und wer noch? Achso, Toni Polster, genau. Toni Polster hat heute Geburtstag. Toni. Genau. Kannst du mal. Achso, schön. Toni. Bea. Rom. Ich hör auf. Cheerio, Miss Sophie. Mach's gut, tschüssi.